Hallo. Wir schauen uns nochmal an, wie denn so mein Jahr 2022 war. Ich spreche hier natürlich über Racing-Ergebnisse und dann mache ich auch noch einen Ausblick für 2023. Ich hoffe, da werde ich deutlich mehr Rennen fahren. Das ist jedenfalls der Plan, denn das Jahr 2022 war schon ein bisschen lahm. Ich hatte im Januar ein Rennen in Haslo im Megadrom und da bin ich in 2WD Stock, also mit meinem XB2 und in SC2WD gestartet mit meinem X2 SCX. Und bei Buggy bin ich Vierter vor Neunter geworden, also knapp verfehlt das Podium, also praktisch im Mittelfeld. Und bei Shortcross bin ich Zweiter von vier Teilnehmern geworden. Ja, da wäre vielleicht auch mehr drin gewesen. Das Rennen davor im Jahr 2021 konnte ich noch für mich entscheiden, aber es gibt halt viele gute Piloten und ich bin in dem Rennen auch ziemlich komisch gefahren, weil ich da so einmal in der Steilkurve hinter der Steilkurve gelandet bin. Da hatte ich irgendwie komplett den Bremspunkt verpasst und dann hatte ich auch praktisch einen Lauf, wo ich ausgeschieden bin, aber trotzdem noch Zweiter geworden und Shortcross ist halt immer ganz witzig. Dann kam lange, lange nichts und dann hatte ich nochmal zwei Rennen im Oktober und zwar beides 1 zu 8 und mein 1 zu 8 ist ja schon recht alt, aber er macht immer noch viel Spaß und das war einmal in Harburg und da bin ich auch im letzten Jahr 2021 mitgefahren und war dann überraschenderweise, also für mich überraschenderweise, Zweiter geworden. Dieses Mal bin ich Neunter von 15 Teilnehmern geworden. Immerhin noch, weil am Anfang lief die Karre überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich auch mit eher ja, so einem nassen Kunstrasen gerechnet, dass es eher rutschig ist, aber der war komplett trocken. Und dann passte das Setup überhaupt nicht. Und das ist sehr, sehr schnell getaktet in Harburg. Zwischen den Läufern hat man entsprechend wenig Zeit. Und da hat man immer so wenig Zeit zum Umbauen. Und nachher wurden die Läufe dann noch ein bisschen besser. Aber war trotzdem halt immer eine super Veranstaltung wie immer. Und hat schon Spaß gemacht. Und dann bin ich noch kurzfristig, und das war echt gut, nach Tönder gefahren zu dem großen 1 zu 8er Rennen. Ja, das ist eine richtig große Veranstaltung mit 3 Tagen und dann halt übernachten in Tönder. Und das war halt super lustig. Ich habe da auch viele, viele Videos von veröffentlicht. Und da bin ich dann 15. von 25 geworden. Bei solchen großen Rennen, wo Top-Leute mitfahren, hat man natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Da muss man erstmal die Strecke kennenlernen. Und halt auch diese Veranstaltung einfach genießen, ne? Dass es was Besonderes ist. Und ja, da bin ich halt im Mittelfeld gelandet und die Strecke hat halt mega viel Spaß gemacht. Von daher bin ich da super zufrieden. Ja, wie gesagt, das war alles ein bisschen lahm und ich bin nur 3 Rennen gefahren. Das war weniger als zu Corona-Zeiten. Ich hatte mal geguckt, zum Beispiel 2019. Da hatte ich 9 Rennveranstaltungen und 2020, wo dann Corona war, waren es immerhin noch 4. 2021 waren es auch 4. Und wie gesagt, dieses Mal nur 3, obwohl man hätte mehr fahren können. Aber es passte auch teilweise zeitlich einfach nicht. Ich bin viel verreist und so weiter. Und dann hatte ich natürlich andere Sachen vor. Auch teilweise vielleicht nicht so viel Lust gehabt auf RCK-Rennen. Das hört man ja auch manchmal. Aber für nächstes Jahr habe ich auf jeden Fall mehr geplant und bin da voll motiviert. Ich habe jetzt schon 3 Rennen im Kalender stehen, eigentlich sogar schon 4. Und im Januar sind das schon 2. Ja, da wäre Anfang Januar das 6-Stunden-Rallye-Rennen in Breitenfelde. Und dann möchte ich mich bei den 6 Days in Langenfeld anmelden. Das ist halt Reglement vom NRW Offroad Cup und ist immer mega besucht. Da möchte ich auch dann Shortcross fahren und 4WD. Bei 2WD und 4WD muss ich gucken, ob ich einen Startplatz kriege, weil das ist immer überbucht. Bei Shortcross sollte es auf jeden Fall klappen. Und da ist dann mein Kumpel Kai auch wieder dabei. Der hat ja nicht so viel Zeit im Moment, weil er ein kleines Kind jetzt zu Hause hat. Ist ja auch klar, da hat man andere Prioritäten. Aber da möchte er auch teilnehmen. Und da fahren wir beide mit unseren X-Way SCX mit.
Das wird bestimmt sehr spannend. Und im Februar, habe ich gehört, ist auch schon wieder ein Rallye Cup geplant, und zwar im RC Glashaus, da wo ich ja praktisch mein Rollout hatte von meinem TT02 Rallye Conversion Auto. Und von daher würde ich das natürlich auch gerne mitfahren. Und weiterhin gesetzt ist natürlich dann Anfang November 2023 wird es dieses Mal stattfinden, das 1 zu 8 Rennen in Tönder. Das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Und was ich auch interessant finde, wäre die DM für 1 zu 8. Da müsste ich natürlich wieder in DMC gehen. Aber das ist tendenziell, würde ich das wohl machen, weil da fahren auch hier meine ganze 1 zu 8er Jungs mit. Und das hatte ich letztes Mal online verfolgt. Da wurde die DM für Elektro 1 zu 8 bei YouTube auch übertragen. Und ja, das ist irgendwie eine coole Sache. Ist natürlich alles so ein bisschen strenger, ne, mit DM und so weiter. Aber ich glaube, das könnte man mal wieder machen. Interessant natürlich auch die 1 zu 8er DM für Tragi. Da muss man ja keine Qualifikationsläufe für fahren. Da kann man sich einfach so anmelden, wenn man DMC-Mitglied ist. Das wäre vielleicht auch noch interessant. Da muss man natürlich gucken, weil das Fahrzeug habe ich nicht. Aber für 1 zu 8er Elektro würde ich dieses Mal auch auf jeden Fall ein neues Fahrzeug kaufen. Denn mein 1 zu 8er ist ja jetzt doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und der sollte mal in seinen verdienten Ruhestand gehen. Wenn ich natürlich bei der 1 zu 8er TM für Elektro 1 zu 8 starte, dann muss ich auch einen Qualifikationslauf mitfahren und also das wäre dann natürlich noch ein zusätzliches Rennen. Außerdem gibt es ja auch noch den Elektro Cup Nord für 1 zu 8 Elektro. Und da fällt mir natürlich die schöne Strecke in Bremen ein vom RCCC. Und das wäre natürlich auch noch eine sehr schöne Möglichkeit, zusätzlich noch ein 1 zu 8er Rennen mitzufahren. Außerdem würde ich unheimlich gerne mal ein Crawler-Event mitmachen. Und irgendwie verpasse ich das ja immer. Ich sehe das dann nachträglich auch, da gab es ein Crawler-Event. Gar nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht, welche Gruppen oder was ich da in Facebook liken muss oder folgen muss, dass ich das mal mitkriege frühzeitig und mich da anmelden kann. Ich glaube, der Lübecker Verein, der macht da jährlich ein so ein Crawler-Event, wo es auch wirklich so mit Zeitnahme geht und so weiter, also wettbewerbstechnisch. Ja? Das wäre auf jeden Fall etwas, was mich interessieren würde. Also wenn ihr da einen Termin wisst, wie zum Beispiel in Lübeck oder etwas anderes in Norddeutschland, dann schreibt mich bitte an, ja? Ihr könnt das ja unter einem Video kommentieren, damit ich das mal mitkriege, weil da wäre ich auf jeden Fall motiviert, weil dieses Crawler-Fahren macht halt einfach Spaß und ich bin da so ein bisschen mehr auf Wettbewerb gepolt. Ich finde es auch einfach so, just for fun, eine tolle Sache, weil es einfach toll ist, was die Autos können. Und wie sie sich da durchs Gelände bewegen, sieht halt toll aus. Aber ich habe dann doch immer diesen Wettbewerbsgedanken und würde sowas auch auf jeden Fall mal gerne mitfahren. Also wir werden sehen, was ich davon dann verwirklichen kann. Und ihr werdet es natürlich hier auf meinem YouTube-Kanal sehen. Also wir sehen und hören uns dann in alter Frische 2023. Bis denn. Bye bye.